Herzlich willkommen, Bischof Stefan Oster, hier bei uns am Set. Seit 4 Wochen sind Sie hier bei der Weltsynode. Die geht bald, also morgen am Abschlusstag, zu Ende mit einer heiligen Messe. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gesammelt auf dieser Synode? Also zunächst mal würde ich sagen, es war ein wunderbares weltkirchliches Gesamtereignis. Und wenn man dann mit verschiedensten Menschen aus allen Erdteilen, Kontinenten, kulturellen Horizonten, kirchlichen Horizonten am Tisch sitzt und doch sehr persönlich ins Gespräch kommt, dann merkt man auf einmal, dass der eigene Horizont, den man so durchschnittlich hat, doch eher eng ist und man lernt intensiv über den Tellerrand rauszuschauen. Das war die eine intensive Erfahrung. Die andere, dass uns der Papst wirklich auf eine geistliche Reise mitgeschickt hat. Also dass die Art und Weise, wie wir hier versucht haben, ins Gespräch zu kommen, schon durch die Exerzitien, die Tage der Einkehr im Voraus und dann aber auch durch die Art und Weise und die Methode, wie wir ins Gespräch gegangen sind, das war sehr geistlich, mit viel Gebet erfüllt und wirklich mit dem Zuhören. Zuhören ist ja praktisch eine Art Schlüsselwort dieser Synode geworden und ist auch theologisch qualifiziert, hat gewissermaßen theologische Dignität. Und das ist nicht das, was man üblicherweise in kirchlichen Versammlungen oder auch nicht in kirchlichen Gremien macht. Und das war der große Unterschied. Also war echt auch eine geistliche Reise. Sie waren vor 5 Jahren ja bei der Jugendsynode dabei. Wenn Sie das, wo sind die unterscheidenden Punkte zwischen diesen beiden Synoden? Ja, zunächst mal bei der Jugendsynode haben wir ja schon angefangen, auch diese Pausen zu machen. Nach einigen Beiträgen, die auch kürzer waren als die üblichen davor, hat der Papst uns einige Minuten schweigen lassen. Das war schon mal das eine. Aber der Unterschied ist zum Beispiel, wir saßen in dieser engen Synodenaula, streng hierarchisch, unten die Kardinäle, die Erzbischöfe, die Bischöfe, dann die Ordensoberen und dann sonstige Gäste. Also das war schon nochmal richtig abgebildet, die kirchliche Hierarchie. Und hier sitzen wir an über 35 runden Tischen mit 12 Personen aus allen Ländern und sprechen alle miteinander im selben Thema auf Augenhöhe. Das ist schon ein großer Unterschied und macht auch was mit dem Klima. Und was dann wirklich auch ein großer Unterschied noch war, vor 5 Jahren bei der Jugendsynode waren wir in der deutschsprachigen Gruppe, die es jetzt nicht mehr gibt, und wir waren 4 Wochen oder 3,5 in derselben Gruppe. Jetzt war ich, glaube ich, in 5 Kleingruppen, immer wieder ein paar Tage, und da lernt man natürlich viel mehr Leute kennen. Das ist auch echt schön. Wenn Sie das vergleichen würden jetzt mit den sogenannten Synodal Versammlung bzw. Versammlung des Synodalen Weges, die wir in Deutschland erlebt haben, die ja viele auch so mitbekommen haben. Da gab es ja Livestream und Ähnliches dabei. Wo würden Sie sagen, sind die Vorteile, wo sind vielleicht die Nachteile der Synode, wie Sie die hier erlebt haben? Ja, ich fange mal mit den Vorteilen an, auch wenn natürlich die meisten Menschen wissen, dass ich Kritiker des Synodalen Weges bin, auch mit einigen wichtigen Punkten. Aber zunächst mal, natürlich beim Synodalen Weg in Frankfurt waren ein paar Punkte, Themen auf der Agenda gestanden und die hat man versucht, auch qualifiziert abzuarbeiten und daran zu gehen und zu sagen, so, das sind unsere Knackpunkte, über die stimmen wir jetzt ab. So, ne? Also man kommt zum Punkt. Aber natürlich, Sie haben gesehen, das war unter massivem öffentlichen Druck, also auch vorbereitet, glaube ich, von einer politischen Agenda. Man wusste im Vorhinein, wo man hinkommen wollte. Und wenn man so wie ich da eher als kirchenpolitische Minderheit da drin gesessen ist, das war mit ganz viel emotionalen Stress und Druck verbunden. Und es war im Grunde kein Gespräch im Sinn von, dass wir uns jetzt mal austauschen, wie wir die Dinge sehen. Natürlich in den kleinen Foren, die kleiner waren, allerdings ist da auch nicht jeder reingekommen, nicht alle waren in diesen Foren, da war dann schon Austausch möglich, aber auch da war eine Agenda gesetzt. Man wusste, wo man hin wollte und man hat es auch politisch die Öffentlichkeit genutzt und politisch Druck gemacht, dass man da auch hinkommt. Beim Synodalen Weg waren ja Themen auf der Agenda wie Frauenorganisation von Frauen, Gewaltenteilung, Frage des Zölibats, die Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Verbindungen. Das sind ja Dinge, auch was die Struktur der Kirche angeht, die durchaus ans Eingemachte gehen, was die Ekklesiologie und was die Anthropologie angehen. Welche Themen standen denn hier auf der Synode im Vordergrund und wurden erwähnt? Ja, also diese Themen auch, der Zölibat wenig, die Machtfrage, also Beteiligung im Sinn von Macht, auch eher weniger, weil es geht ja immer um bei der Machtfrage um den berühmten Unterschied Decision Making und Decision Taking. Und in Deutschland ist ganz klar, dass also das ZDK zum Beispiel auch Beteiligung
an Entscheidungen konkret haben will, nicht nur im gewissermaßen im beratenden Vorfeld. Das war hier gar nicht der Fall. Also ich vermutlich, wenn ich jetzt den Abschlusstext nochmal genau durchlese, im Blick auf Decision Taking ist da keine Frage drin, sondern eher, wie beteiligen wir Menschen? Also was mich wirklich überrascht hat, war, dass aus den vielen Ländern die Menschen mitgenommen worden sind auf einen synodalen Weg im Sinn des Papstes. Und ganz viele haben geäußert, dass die Laien überaus erstaunt und dankbar waren, dass sie mal mitreden durften. Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Erfahrung, weil wir permanent auch mit vielen Menschen aus unserer Kirche im Gespräch sind und unterwegs sind. Also insofern, so, also das Machtthema war da, aber anders im Sinn von Beteiligung. Das Thema Sexualität oder die Gender-Debatte waren da, aber sagen wir mal, auch in einem weiteren Horizont zum Beispiel haben die Afrikaner häufig das Thema Polygamie ins Spiel gebracht. Das ist ja bei uns überhaupt kein Thema, ne? Aber in der Ebene sind die Themen auch da verhandelt worden. Beim Thema Frauen, da war das Thema Priestertum fast gar nicht, ich glaube, ganz marginal da, aber stark das Thema Diakonat der Frau. Das ist intensiv diskutiert worden auch. Man sieht auch die Fragen, die Möglichkeiten, ob sich das Profil des Diakonates vielleicht ändern müsste und solche. Das war auch da. Also das muss man sagen. Aber natürlich neben dem viele andere Dinge. Also Gemeinschaft, Mission, Sendung und Beteiligung waren ja die drei Überthemen und an denen haben wir uns entlang gearbeitet. Wie unterschiedlich waren die Positionen, die man zu hören bekam? Die waren schon unterschiedlich, natürlich, aber dadurch, dass sie in diesem guten Geist auch ausgetauscht worden sind, hat man auch gemerkt, man kann mit allen miteinander auch gut reden. Und wenn man versucht, den anderen wirklich zu hören und wirklich zu verstehen, dann geht man auch immer einen Schritt weiter ins tiefere Verstehen. Also das ist schon die Methode und der Weg, den wir da gegangen sind, geistlich, ist schon sehr fruchtbar, glaube ich. Wie sah denn der Tag für Sie, für einen Teilnehmer, für ein Mitglied der Synode aus? Ein durchschnittlicher Tag, wo wir, den wir verbracht haben. Ich habe in der Villa Mater Dei gewohnt. Das ist ein Haus, das die Deutsche Bischofskonferenz gemietet hat. Da sind dann außer Bertram Mayer auch die anderen drei Bischöfe aus Deutschland mit mir dabei gewesen. Dann auch noch Matthias Kopp als Pressesprecher. Dann auch noch Thomas Söding, der Professor, der hier als Experte dabei ist. Dann auch noch jemand aus der Bischofskonferenz. Frau Gilles ist auch zwischendrin gekommen und andere. Aber wir haben praktisch so eine Art Männer-WG gehabt, also durchschnittlich. Und da ist auch für uns dann auch gekocht worden und auch gewissermaßen der Haushalt mitgeführt worden. Das war sehr angenehm. Wir haben morgens die Messe miteinander gefeiert. Wir haben gefrühstückt und sind in die Synodenaula gegangen. Und dann, das ging dann bis Mittag, halb eins. Und dann haben wir entweder auch wieder miteinander gegessen oder jeder hat dann noch seine Sachen gemacht. Und nachmittags ging es dann wieder weiter bis ziemlich in den Abend rein, also bis halb acht meistens. Ne? Genau. Sie haben ja eben geschildert, Sie saßen mit mehreren Arbeitsgruppen zusammen, immer wieder eine neue Konstellation, ja. Zwar immer in einer speziellen Sprachgruppe, aber unterschiedliche Konstellationen. Sind Ihnen irgendwelche Begegnungen, Momente sozusagen in Erinnerung oder welche, die Ihnen noch nachgehen und ja. Irgendwie bleibend sind für Sie? Also ich bin ja Salesianer Don Boscos und habe mich gefreut, mehrere Salesianer und auch Don Bosco-Schwestern da zu begegnen. Und als wir die Messe im Petersdom, wir haben ja abschnittsweise immer, wenn wir einen neuen inhaltlichen Abschnitt angefangen haben, nach ein paar Tagen, wieder mit einer Messe im Petersdom sind wir alle zusammengekommen. Und da war einmal Charles Beau da als Vorsteher, ein Kardinal der Salesianer Don Boscos, der dann auch in der Predigt von den fürchterlichen Zuständen in seinem Land auch für die Kirche erzählt hat. Und da denke ich mir, ja, hat der heilige Don Bosco sich vor 150, 200 Jahren wohl gedacht, dass irgendwann mal da im Petersdom ein Salesianer Kardinal aus Myanmar vorsteht und über die Not der Welt berichtet. So, das war sehr bewegend beispielsweise. Oder in einer Kleingruppe war ich mit dem Bischof von den Cook Islands, also 15 Inseln, 2000 Katholiken, 5 Priester. Und der fliegt oder fährt mit dem Schiff zu seinen Inseln. Und also völlig andere Welt, gell? Ein anderes Universum. Und du denkst da, ja, die Kirche in Deutschland ist doch nicht die einzige Möglichkeit, Kirche zu sein. Die Synode steht ja unter dem Motto für eine synodale Kirche, ja. Gemeinschaft, Teilhabe und Mission. Es geht um das Thema Synodalität. Sind Sie jetzt nach, ich würde sagen, 4 Wochen schlauer, was jetzt Synodalität ist und was es bedeutet? Ja, ich habe immer die Frage gestellt, ist Synodalität eine Methode oder ist es ein Inhalt?
Und die Methode wäre Konversation im Heiligen Geist. Also das war ja, das hat man uns von Anfang an beigebracht, wie wir miteinander als Gruppe unterwegs sind. Und mir ist mehr und mehr deutlich geworden, ja, das, was wir da machen, ist ein Inhalt. Also das heißt auch, wie kann Kirche heute so neu und anders Kirche sein, dass die Menschen spüren, denen geht es wirklich darum, auf den Heiligen Geist zu hören. Es ist ja nicht so selten, dass wir in der Kirche auch Situationen haben, wo niemand mehr das Wort Gott in den Mund nimmt oder irgendwie versucht, auf den Heiligen Geist zu hören. Das haben wir ja auch. Ne? Hauptsache, der Betrieb geht weiter. Das ist hier gewissermaßen der Kontrapunkt dazu. Wenn Kirche sich in dieser Weise bekehrt und es uns gelingt, diesen Impuls mitzunehmen, dann wäre schon ein echter Schritt getan. Ja. Wie stark stand wirklich Christus oder der Heilige Geist hier auch thematisch im Zentrum? Weil der ja als nur als Protagonist beschrieben wird. Ja. Und Papst immer wieder benannt wird als Protagonist. Naja, dadurch, dass wir die Gespräche so angegangen sind, wie wir sie angegangen sind, war ganz viel mit Gebet verbunden und mit und damit immer auch. Natürlich zum Beispiel haben wir uns in einer Kleingruppe sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was bedeutet bischöfliche Autorität in einer synodalen Kirche. Aber immer, wir müssen uns dem Meister annähern innerlich. Wir müssen mit ihm gehen, wir müssen uns an ihm orientieren. Wie war seine Autorität und wie war in seiner Ohnmacht auch nochmal geistliche Autorität, die Autorität der Liebe zum Beispiel. Also doch, das war schon ziemlich deutlich immer gegenwärtig. Reicht bei der Gemeinschaft, oft wird ja gesagt, wenn Gläubige zusammen sind oder wenn Getaufte zusammen sind, dann ist auch der Heilige Geist da oder Christus unter ihnen. Aber reicht das Getauftsein aus oder muss da noch was mit dazukommen, dass der Heilige Geist? Ja, natürlich, da geht es um die Themen Sensus Fidei, also der Sensus des Glaubens und der Sinn des Glaubens und Sensus Fidelium, also der Sinn der Gläubigen. Und natürlich haben wir auch diese Unterscheidung getroffen, dass es nicht einfach das Getauftsein macht und dann lebt man, wie man will und ist automatisch schon dabei. Das gibt natürlich ein Hineinwachsen in die Kirche und deswegen nach und nach den Geist Gottes auch in sich aufnehmen und darin gehen lernen, also Jüngerschaft lernen und so weiter. Natürlich ist der Unterschied auch gemacht worden. Ja. Ist bei dem Konsens auch der Konsens gemeint mit den Gläubigen sozusagen vergangener Generationen, also im Prinzip diese ganze Tradition, auch die Kirche natürlich mit hat? Synchron und Diachron, also Synchron in der jetzigen Zeit und Diachron heißt durch die Zeiten, natürlich die Tradition, ist schon wichtig. Deswegen glaube ich auch, ist hier ein tiefer Sinn dafür, dass man bestimmte Traditionen, also bei den allermeisten, vor allem auch, ich erinnere mich an die Gespräche mit den Afrikanern oder indischen Brüdern, dass sie die Tradition richtig wichtig nehmen. Ne? Ein Mitbruder hat dann mal gesagt, wisst ihr, ihr habt jetzt da Themen, gell? Das sind Themen einer sterbenden Kirche. Wir sind, und die seit 2000 Jahren unterwegs ist. Unsere Kirche ist jetzt 100 Jahre alt und wir versuchen gerade die wunderbaren Dinge der katholischen Moral zu implementieren, so zum Beispiel. Das waren so auch in den Gesprächen, auch außerhalb solche Punkte, wo man spürt, die Tradition ist wichtig. Ne? Diese 4 Wochen, die sollen ja in ein Dokument fließen, ein zusammenfassendes Dokument, also kein richtiges Abschlussdokument. Das steht ja erst 2024 im Oktober zu erwarten. Was wird in diesem Dokument unter anderem zu sehen sein? Gibt es da einen Leitfaden? Ist es nur eine Sammlung von Themen? Ja, es gibt diesen Leitfaden, was ist eine synodale Kirche unter der Rücksicht von Gemeinschaft, Mission, Teilhabe. Und es wird also dargestellt, was da war. Und es wird Fragen von Konvergenzen, aber auch Fragen, die zur Diskussion stehen und dann einzelne Proposals, also einzelne Schritte. So wird das Dokument gegliedert sein. Das heißt, man kriegt eine Fülle von Themen aufgelistet und es dokumentiert ziemlich gut und auf den Punkt gebracht, glaube ich, was da war und was für einzelne Punkte Schritte sein könnten, dass man das nochmal untersucht, dass man in der Hinsicht weiterdenkt, dass man das mal ausprobiert und solche Dinge. Das wird da drin sein. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt die durchschnittlichen Reformerwartungen medialer oder kirchenpolitischer Art, dann wird man sehen, okay, man hat intensiv über den Frauendiakonat diskutiert und lässt noch mal fragen, ob da schon alles ausgeschöpft ist. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema. Und unter der Rücksicht auf zum Beispiel die Debatte um die Geschlechterdiskussion, da wird jetzt nicht, glaube ich,
so wenn ich, ich muss jetzt noch das Dokument nochmal genauer ansehen, da geht es nicht automatisch um Lehrveränderungen, sondern um, wie können wir all die Menschen mitnehmen auf unserer Reise als Kirche, auf unserem Weg durch die Zeit, die von der Kirche ausgeschlossen sind, verletzt sind, nichts mehr zu erwarten haben oder offen sind, oder meinen, nichts mehr zu erwarten. Also wie geht es, dass man trotz allem auch in dem, was die Kirche verkündet als Wahrheit, in einer Weise miteinander umgeht, dass sich Menschen mitgenommen fühlen auch. Das wird, glaube ich, der Akzent. Ich habe über 1000 Änderungsanträge oder Modi, Anträge kann man vielleicht nicht so sagen. Über 1200. Über 1200 sogar am Ende. Worauf werden die sich bezogen haben, jetzt ohne im Einzelnen zu sein? Einfach um die Vielfalt der Themen nochmal zu berücksichtigen? Ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht sagen. Ich kann nur von einer Kleingruppe, in der wir das bearbeitet haben. Das waren dann noch manchmal, der eine wollte den Akzent ein bisschen stärker machen, die andere wollte jenen Akzent stärker machen von dem Text, der eigentlich schon da war. Und manchmal ging es nur um Wortänderungen oder ein Komma oder sowas. Das war auch durchaus der Fall. Also nach dieser ersten Sitzungsphase der Synode soll es ja weitergehen. Ein Geistlicher hat das beschrieben, es ist jetzt eine Schwangerschaft. Ja. Wie weit sind Sie dann sozusagen als Hebamme, als Bischof tätig oder was steht da überhaupt zu erwarten? Wie sehen da die nächsten 11 Monate bis zum zweiten Teil dieser Synode aus? Sehr gute Frage. Ich hoffe, wir bekommen auch noch den einen oder anderen vielleicht kleineren Leitfaden, weil die durchschnittliche Erfahrung ist ja auch, dass 40 Seiten in einer auch dichten, inhaltsreichen Thematik nicht so viele Menschen wahrscheinlich lesen oder werden aufnehmen können. Deswegen hoffe ich, dass man noch mal was Kompaktes bekommt. Aber ich werd mit Freude von dem Weg erzählen, den wir gegangen sind und auch versuchen, die Methode, die es ja auch war, nicht nur, aber auch angewandt worden ist, vielleicht da und dort zu implementieren. Ich werde versuchen, begeistert zu erzählen, wie es gelungen ist, dass ganz unterschiedliche Kulturen und Positionen zueinander gefunden haben und solche Dinge. Also, aber natürlich, das wird nicht leicht werden. Wir ist mir gestern so auch gekommen in der Synodenaula und vorgestern, wir reden jetzt begeistert von dem, was wir erlebt haben. Aber wenn man es nicht erlebt hat und jetzt gehe ich nach Hause und erzähle in der Konferenz XY, Freunde, das war jetzt alles ganz toll, jetzt machen wir das mal. Ja, ob die das alles auch ganz toll finden, einfach mitmachen, das weiß ich noch nicht. Das wäre schon ein Punkt, so diese Methode immer wieder in verschiedenen... Das wäre schon ein Punkt, ja. Ja, genau, sehr viel stärker auch nochmal dem Ganzen einen geistlichen Akzent geben, ja. Einige haben ja auch Sorge, was die Veränderungen angeht, die auch so ein bisschen den synodalen Prozess mit Skepsis doch betreffen. Ja. Ist diese Sorge irgendwie berechtigt, dass sozusagen mit diesem synodalen Prozess, wo es erstmal um Veränderungen von Praxis geht, nachher vielleicht auch plötzlich mitschwingt, dass die Lehre verändert wird? Teilen Sie diese Sorge? Also sagen wir mal, die Lehre entwickelt sich ja immer. Es ist ja nicht so, dass die Lehre, das ist auch aufgezeigt worden, Josef Ratzinger und sein Verständnis von Tradition hatte ja auch mal ausführlicher Platz. Aber natürlich, die Frage ist, ist die Lehre etwas wie ein Baum, wie eine Pflanze, der wächst und wo die größer wird und dann facettenreicher? Oder pflanzen wir einen neuen Baum? Ne? Das sind immer die Bilder, die wir dafür verwenden. Und ich, ehrlich gesagt, mancher hatte auch den Verdacht, da gibt es eine Hidden Agenda, also eine gewissermaßen Richtung, in die es gehen muss und die wird untergründig gesteuert und es wird uns ein paar blumige Dinge dazugelegt, aber eigentlich will man, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Papst meint es ernst und es meint auch der Kardinal Grech und der Kardinal Hollerich, die das auch mitverantworten. Der eigentliche Protagonist ist der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist und wir uns davon führen lassen, dann habe ich keine Angst. Was erwarten Sie jetzt da in den kommenden Wochen, auch in Deutschland in der speziellen Situation, auf uns zukommen, auch in den kommenden Monaten, sozusagen als Frucht aus diesem... Ich bin mal gespannt. Ja, also jetzt wird ja im November der sogenannte Synodale Ausschuss zusammentreten, bei dem ich ja gesagt habe, dass ich da nicht dabei sein werde. Die Mitbrüder, die dahin gehen, haben, die auch hier sind, die haben mir gesagt, ja, wir müssen schon zeigen, dass wir auch, oder wir wollen auch zeigen, dass wir hier auch was gelernt haben. Und vielleicht können die etwas von dem, was hier fruchtbar und gut war, auch dort mit einbringen und auch dem dann zur Fruchtbarkeit verhelfen. Das wäre echt zu wünschen. Was nehmen Sie für Ihr Bistum mit von hier? Freude über die Weltkirche. Ich werde sicher ausführlich erzählen. Ich habe auch den Thomas Söding eingeladen, mit mir zusammen eine Pastoraltagung zu machen. Also wo wir dann auch, wir haben ja durchaus auch unterschiedliche Angänge.
aber auch, auch mit ihm zusammen, der ja auch intensiv dabei war, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem vorzustellen, was wir davon mitnehmen und wie wir auch, ne, jetzt zum Beispiel auch wir beide vielleicht sogar zusammenkommen können in einem gemeinsamen Weg für die Zukunft. Also es ist ein Akzent, den ich setzen werde. Gibt es irgendwas, was Ihnen auch Sorge bereitet? Ja, die Sorge, das habe ich ja gerade schon angedeutet, ist es möglich, dass man das, was man hier jetzt als Erfahrung gemacht hat, wenn man Erfahrungen mitteilt, dann sind die anderen, die Erfahrungen nicht machen, zunächst mal Secondhander. Sie nehmen einen Bericht auf. Aber wie finden die in so eine Erfahrung? Wenn 400 Leute aus der ganzen Weltkirche sind, ist nicht so wahnsinnig viel bei über einer Milliarde Katholiken oder so. Ne? Also, aber das ist so meine Frage. Kann hier ein Impuls ausgehen, der sich wirklich hinein übersetzt, auch als Weg, als konkreter Weg in die Kirche? Ich habe auch gemerkt, viele andere Länder haben diesen Weg intensiver beschritten. Ne? Wenn ich vorhin gesagt habe, zum ersten Mal wundern sich Laien, dass sie gefragt werden überhaupt, weil sie auf dem synodalen Weg mitgenommen werden sollen, glaube ich, ist es bei uns deswegen weniger passiert, weil es ja den anderen synodalen Weg gab und da schon die Erhebungen gab und da schon die Fragen, wie kam so. Aber das war nicht dieser geistliche Weg und geistliche Prozess, den in anderen Ländern die Gemeinden und Kirchen schon gegangen sind. Ne? Also der Brief an das Volk Gottes, der ja von der Synode, die Botschaft an das Volk Gottes, die ja von der Synode ausgegangen ist, ruft ja eigentlich zu mehr Beteiligung auf. Ja. Das ist so der Kernpunkt, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Naja, bisher waren ja auch nur die sich am Prozess beteiligt haben, das wurden ja viele gesagt, bei diesem Beratungsprozess, beim Frageprozess waren es weniger als 1% der Weltkirche. Ja, natürlich. Also, gute Frage. Ich glaube, das hängt von Protagonisten ab, die das auch wollen und dazu einladen. Wissen Sie, ich frage mich immer, eines der großen Stichworte vom Zweiten Vatikanischen Konzil, auch im Blick auf Liturgie, war Participatio Actuosa, also aktive Teilhabe. Ist es gelungen, wenn man jetzt mal so hinschaut, was zumindest in unserem Land seit dem Konzil passiert ist? Also ich glaube schon, dass die Reform auch unserer Liturgie ganz wichtig war und auch tiefgreifend war. Aber hat es dazu geführt, dass sich Menschen aufs Ganze intensiver und mehr auf die Liturgie einlassen? Also das ist eine echte Frage. Ne? Und da, glaube ich, hängt es von vielen einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten ab, die leidenschaftlich sind und da so mitgehen wollen. Abschließende Frage, was macht Ihnen Hoffnung? Christus. Also ich bin leidenschaftlich, wie soll ich sagen, also wenn ich auf meinen Herrn schaue, dann denke ich mir, ja, für wen sollte ich denn sonst gehen und leben? Und ihn zu verkünden, vielleicht auf diese Art und Weise auch und Menschen auf diese Art und Weise einzuziehen, ich wüsste nicht, für was ich sonst leben soll. Ganz herzlichen Dank, Bischof Oster, für das Gespräch. Ja, gerne, danke.